Okay, aber eigentlich bin ich wegen was anderem hier. Ja. Guck mal in dein Tablet gerade rein. Bei was? Tablet. Ja, was soll ich öffnen? Guck mal ins Grundbuchamt, Grundbuch rein, das Feld 14. E15. 15, ja. Da hätte ich Interesse dran. Feld 15. Ja. Echt, da so weit oben. Ja, du weißt doch, ich habe doch die Pelletfabrik gekauft. Ach so. Und da ist ja gerade Stroh drauf. Also Weizen. Deshalb bin ich am Überlegen, ob ich mir das kaufen soll. Ja, Dann wenn ist. du willst, gerne. Dann, was kostet denn das brutto? Komplett Tomatico kostet das. Mit Und Eintragung, ja. ja, Ich glaube, ich habe vergessen. Ich habe vergessen, dann noch die Gebühr drauf zu rechnen. roundabout 96.000. Genau zu sein, 95.900. 95, wie viel? 95.900. Okay, kannst du mir das irgendwie reservieren? Ja. Okay, weil die Gebühr habe ich völlig vergessen drauf zu rechnen. Deshalb dachte ich mir, ich könnte mir das leisten, aber die 20% habe ich natürlich vergessen. Ja, reservieren kann ich das auch. Du kannst das auch pachten erstmal. Nö, das bringt mir ja im Moment auch nichts, oder? Oder ich reserviere dir das und du pachtest das für das einmal abernten da. Das ist wohl teurer, als wenn du das für, keine Ahnung. Harry hat dir zum Beispiel Wiese 8 für 3 Wochen gepachtet, weil das billiger ist, als Kaufen. wenn du das jetzt für eine Ernte Okay. pachtest, Ja, was kosten die Pacht? weißt du? Pacht bei dem kostet circa, also für einmal abernten so um die 8.000 und wöchentlich, wenn du das wöchentlich nimmst, 5.000. Okay. Nee, das ist halt jetzt die Frage, ja. Also ich kann dir das auch reservieren, ne? Also, kein Okay, nee, wir Ding. machen Folgendes. Soll ich mal nach deinem Dach gucken lassen? Hier regnet es ein bisschen rein. Echt? Oder? Ja. Wenn ich in die Richtung gucke. Warte, müssen wir mal drüber gucken, Thomas. Müsst du mal nachgucken. Aber Glück. kann natürlich. Ach, da oben ist offen. Nee, da ist offen, da gibt es eine Lüftung. Ja, da tropft es ein bisschen rein. Ah ja, okay. Okay, nee, dann machen wir Folgendes. Ich pachte die 24 und die 15 für einmal. 24 plus 15. Oder, 24. Moment, 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 Moment. 24 und 15 kostet in der Pacht für einmal ernten, wie viel? Beide zusammen 25.000. Wie rechnest du denn? Die 15 hätte alleine 8 gekostet. Ah, pass auf, wir machen 20.000 glatt. Und die 16? Einzeln? Teuer. Ja, klar ist teuer, aber wie viel? Zwischen 30 und 35.000. Du bist ein richtiger Abzocker, ey. Und das auch noch für die Gemeinde, nicht mal für dich selber. Ja, dann machen wir 15 und 24. Für 15 plus 24. eine Ernte. Alter, Ja. wehe, das rentiert sich nicht, ey. Dann greife ich voll ins Klo. Normalerweise schon. Noch Stroh drauf. Was brauchst du denn bei den Pellets oben? Ja, das Stroh brauche ich. Den Weizen kann ich verdicken. Du brauchst doch bestimmt Weizen für deine Dings da, oder? Ich habe ein Feld mit Weizen angesehen, das reicht dann. Das Ach ist so. groß genug für die Hühner. Ja, aber der Landhandel wird bestimmt Weizen brauchen. Ja. Okay. Also 15 plus 25. Ja.
Okay, also 20k, ne? jo. Soll ich dir das gleich überweisen? Ja, Moment. Noch grad. Jetzt. Ups. Okay. Gut. Dann danke ich recht schön. Und ja, ich hoffe, es regnet nicht mehr so lang. Herr Schmidt, Sie sind so Dann ruhig. hoffe Was ich ist auch nicht. los? Nix, alles gut. Okay. Holger? Ja. Es ist doch, nach dem Abend kann man doch ernten. Zeigt dir da dein Tablet auch an? Nach dem Tag Ja. müsste das so sein. Also morgen müssten wir ernten können, ja. Ah, das ist ja gut. Vielleicht könnten wir ja heute was früher schlafen gehen oder so. Jo. Was haben wir denn heute? Wir haben jetzt Ach so. 16:30 Uhr. Ja, 18 Uhr ist, wird's Wetter gut. Morgen früh soll es wieder regnen. Wenn ich Weil dann das würde ich recht nämlich sehe. morgen crashen. Ja, solange es nicht regnet. Mal den Ideal austesten. Ja. Okay, gut. Dann gucken wir mal und hoffen, dass das klappt. Ja, machen Weiß wir gar so. nicht, wie viel Uhr haben wir denn? 16:30 Uhr. Jo, schauen wir mal. Volker, über die Pachtfelder, also über die Pachtpreise der ganzen Felder. Da muss ich mal mit dem Stadtrat, also mit euch reden. Warum? Da müssten wir mal irgendwie einen festen Preis oder so rausmachen. Ja, wie machst du denn das jetzt gerade? Schau, jetzt momentan, wie teuer die Felder sind und zieh daraus einen Preis. Ja, und welchen Preis nimmst du da? Momentan mache ich je nach Größe. Ich schaue, wie groß die sind, wie teuer die sind und so. Dann schaue ich, was man da als Bestes als Pacht nimmt. Deswegen sage ich ja, Okay, muss dann man mache mit ich. euch reden. Dann rufe ich mal ein Gemeinderatstreffen ein. Ja. Und wir setzen das auf die Tagesordnung. Weil da wurde mir vom letzten Bürgermeister und so nie was weitergeleitet, was ich da machen soll als Pacht. Ja, der war ja auch. Vergessen wir Ja. es mal lieber. Deswegen. Also da habe ich schon die Preise für die Felder alle gemacht gehabt. Habe ja die Tabelle auch noch geschrieben, deswegen. Oh, pass mal auf. Ach so, sorry, ja. Ich Also dachte. sauber machen hier. Okay. Oh, Warte, oh. ich mach mal einen Hat Schirm er einen auf. Führerschein? Ja, ich mach mal einen Schirm auf. Das wäre schön. Okay. Ja, gut. Habe ja den anderen gerade geschrieben. Ja. Dann sehen wir uns später nochmal oder hören uns später nochmal. Jo, okay. Gut, bis dann. Tschüss. Dann bis später. Ciao. Ach, Mensch, da ist er zu. Okay. Fahre ich gerade mal hoch. Bereite mal ein bisschen was vor. Hallo, hier ist der Norman. Hallo. Zwei Sachen. Einmal, ich habe von einem Klienten, also die das weiterverkaufen, die verkaufen gerade, die Spinnerei verkauft gerade Wolle für einen sehr guten, kauft Wolle an für einen sehr guten Preis. Ja, was für ein Preis? Wie viel denn? Zurzeit 2.360 pro 1.000 Liter Okay. bei der Spitze. 2360. Jo. Du meinst, dass ich gerade verkaufen soll, oder was?
Also, bei Wetterpreis nicht. Hm. Ist natürlich ihr Ding, ob sie das nun... Neumann, wir sind eigentlich per Du. Ja, ach ja. Okay, ich weiß halt nicht. Ich habe 2000... Warte mal, wie viel Liter habe ich denn? 1000... 2700. 2700 mal 2 sind 5, fast 6000. Jo, danke für den Tipp mal, ne? Dann. Bitte. Und wo ist jetzt das Rathaus? gute Frage. Da, wo die Polizei ist. Ah, okay. Gut, dann fahr ich mal, warte mal, wie viel Uhr haben wir denn? 17 Uhr gleich. Ja, das passt. Gut. Dann fahre ich gerade mal die Wolle weg. Du könntest mal gucken, ich weiß nicht, mit wem du unterwegs bist, ob die vielleicht auch noch irgendwie ein Anliegen haben für die Gemeinde. Also, dass wir irgendwas besprechen müssten noch oder so. Ja. Weil der Jürgen hat mir gerade noch was gesagt, das wäre ganz wichtig. Okay. Gut, dann bis später mal. Bis später. Tschö. Tschüss. Wenn der mir schon einen guten Preis sagt hier, dann werde ich einfach mal die Wolle verkaufen fahren. So, und die Spinnerei war ja, glaube ich, hier irgendwo. Oder? Oder verirre ich mich da? Hier, glaube ich. Oder? Ich glaube, das ist falsch. Hä? Wo ist denn die? Oh, da war. Ah, ey. Der Volker an. Jürgen? Ja? Ey, da ist 30. Nicht 130. Ja, ja. Ja, ja, hier. Mal. Letzte Woche hast du von mir noch Geld abgezockt hier. Ey, du hast halt überwiesen. Ah, wolltest du also nichts von mir haben? Nö. Ah, ja. Ja, denk dran. Ich hab dich gesehen und den Schmitz habe ich auch gesehen, wie ihr da durchgebrettert seid, ey. Ich dachte, ich sehe nicht recht. Kommt da um die Ecke und ihr flitzt davon vorbei. Weißt du, wo Harry ist? Nö, keine Ahnung. Weil ich muss mal mit dem sprechen, weil bei dem ist ja das Silo da gebaut worden. Das Falsche da, oder was war das? Ja, genau. Nö, keine Ahnung. Wahrscheinlich hast ist es schon... Hast du schon irgendwas rausbekommen? Ach so, du meinst das, was illegal gebaut wurde? Ja, ja. Nee, keine Ahnung. Ich bin gerade auf der Suche nach der Spinnerei, aber ich hab's jetzt gefunden. Hast du sie? Ja, ja. Gut. Wisst ihr, die Tag hier mit Harrys LKW rumgebrettert? Was heißt denn hier rumgebrettert? Oben im Wald. Im Wald? Ach so, hä? Ohne Anhänger. Ach so. Ja. Der hat mich erwischt. Oh, das war natürlich suboptimal, ne? Oh, Alter, da kommt man ja gar nicht rum. Alter, wo ist denn der hier? Okay, ich muss mal auflegen. Ich habe hier Rangierprobleme. Jo, mach das. Gut, tschö. Ciao. Alter, wie soll man hier bitte rumkommen? Ja, musst du aber alle Driving-Skills auspacken, die du hast. So. Volker! Hä? Wer schreit denn da? Volker! Hallo! Hallo! Was ist los? Ich habe eine dämliche Frage. Wo ist das Rathaus? Richtig. Da, wo die Polizei ist, Junge. Haben wir schon Zeit? Nee, wir haben noch ein bisschen. Muss mal hier gerade meine Wolle verkaufen. Geh mal auf die Seite, bitte. Danke. Hast du mein Auto gesehen? Dein Auto? Mhm. Du bist doch gerade da hinten übers Feld gefahren. Mhm. Ja, und jetzt? Oh, wenn du nicht so weit dazu sagst, ist ja gut. Wieso, was?
Ist es mein Auto? Nein. Und dann ist doch alles gut. Gut, ich muss mal gerade den Traktor noch tauschen, dann komme ich auch runter. Du kannst auch mal die Ohren offen halten, ob noch jemand ein Anliegen hat. Jo. Gut, bis gleich. Komm mit. Du kannst auch hinten drauf fahren. Ja. Gut. Hoffentlich hält das. Ja, ich guck gleich mal. Oh, geht. Hält bombenfest. Kann sie auch mal Lambo fahren. Also mitfahren. Alles gut bei dir da hinten? Lebst du noch? Ja klar. Noch lebe ich. Oh, oh. Was? Was ist los? Bin nach vorne gerutscht. Ich glaube, ich hänge gerade ein bisschen falsch. Ach, ah, jetzt. Muss noch kurz warten. Jetzt. Warte mal, ich muss den da hinten abstellen. Du nehmen wird ja aber auch immer weniger Platz, oder? Ja? Zunehmend wird ja auch immer weniger Platz, oder? Ja, der zweite Schafstall hat schon ordentlich Platz gefressen. Und es regnet. Jo, um 6 soll es eigentlich aufhören. Ah, cool. Dann ist hoffentlich bald auch das Hopfenfeld von mir rein. Jojo,